Kurze Vorwarnung vor dem Video. Dieses Video ist wie der letzte Teil ein bisschen zusammengeschnitten worden, weil es sich hier wieder um einen sehr langen und sehr bösen Bosskampf handelt, mit sehr vielen verschiedenen Phasen, die jede für sich eine Tortur der Hölle ist. Und bei der letzten Phase, die man in diesem Video sieht, habe ich dann irgendwann, hatte ich keinen Festplattenspeicher mehr und war schon mit meinen Nerven ziemlich am Ende nach einer knapp 3 Stunden, beziehungsweise hier dann schon 4 Stunden Aufnahme. Deswegen habe ich das dann irgendwo mittendrin abgebrochen und habe das jetzt erst ein paar Wochen später wieder weitergespielt. Und das wurde hier eben rangeschnitten. Es befinden sich dazwischen immer wieder ein paar Zeitraffer-Einschnitte, weil die Kämpfe doch ziemlich lange gedauert haben und ich wollte das jetzt wirklich nicht im Ganzen drin lassen. Also man sieht immer ein paar Versuche, danach ein Zeitraffer mit einem Haufen Versuchen, wo man sehen kann, wie ich gefällt habe. Und danach zumindest ein Teil noch vom besten Versuch, beziehungsweise ich weiß es nicht, bei ein paar habe ich, glaube ich, den finalen Versuch auch ganz drin gelassen. Das werdet ihr dann schon sehen. Auf jeden Fall, ja, das war eigentlich alles, was ich vorher sagen wollte. Und noch eine kleine Information am Anfang, weil ich mich da über einen bestimmten Punkt aufrege. Da habe ich gerade den Bosskampf von der vorherigen Folge probiert, bin ziemlich weit gekommen und hatte dann, nachdem ich nur noch eine Leiste beim Gegner hatte, wurde ich in den Sturz geworfen. Das heißt, ich musste den Charakter wechseln. Dementsprechend war ich dann ein bisschen angepisst, weil ich den Bosskampf wahrscheinlich sogar geschafft hätte, aber eben mittendrin rausgeworfen wurde. Und das stört mich am Anfang ein bisschen. Deswegen nicht wundern, worüber ich da rede. Das kommt jetzt nur daher, dass ich das alles ein bisschen zusammengeschnitten habe. Deswegen ist es ein bisschen aus dem Kontext. Jetzt wünsche ich noch viel Spaß mit dem Video und ja, tschüss. Also das mit dem Sturz ist jetzt echt gemein. Das ist halt echt für den Arsch eigentlich. Muss man so sagen. Also, dass es im Bosskämpfen nicht ausgeschaltet ist, das wundert mich und stört mich schon hart. Von Anfang an. Das hatte ich schon von Anfang an, dass ich bei Bosskämpfen mit dem Sturzteam Probleme hatte. War zwar nicht oft, aber trotzdem da. Das ist echt gemein. Also zumindest dort könnte man das schon deaktivieren. Halt eben jetzt so einen harten Kampf und jetzt lief es sogar mal gut. Jetzt lief es mal richtig gut und jetzt bin ich hier wieder mit Rico und kann wieder das hier machen. Und ich will jetzt nicht selber einen Sturz auslösen, weil dann habe ich erst wieder nur so wenig Zeit bei Sora. Und wenn ich dann zu Rico wechsle, habe ich hier auch wieder wenig Zeit. Ich weiß nicht, wie lange ich das ganze Spiel hier mit dem Hin- und Herwechseln noch machen muss. Ach ja. Der packt sich ein bisschen in die Wand. Ich hoffe, ich kriege damit Sora wenigstens die Möglichkeit, meine Fähigkeiten nochmal umzustellen. Welchen? Bisschen was ändern. Ah, schauen wir mal, wie wir mit Rico weiterkommen. Aha. Jetzt ist er gerade explodiert. Mit seinen Atomen. Das Fiese bei diesen Bosskämpfen ist halt einfach, dass du wirklich... Du kannst dich wie in einem normalen Bosskampf einfach mal ordentlich reinhalten, ein bisschen Schaden kassieren und dich dann zwischendurch heilen. Sondern du musst dich permanent hochheilen, weil du sonst einfach instant tot bist. Sollte, glaube ich,
dann auch eine dritte Heilung noch reinpacken. Kann nicht schaden. Zum Fähigkeiten einsetzen kommt man bei dem Kampf eh nicht. Das ist dann eh egal. Ich werde das jetzt bei ihm auch gleich mal machen. Das Ganze ein bisschen anpassen. Weil ich habe keine Ahnung, wann das bei ihm startet. So, was kann ich denn gegen so einen zum Beispiel gut einsetzen? Also mal... Das Dreierplasma war gut, aber ich packe hier unten mal ein Vitra rein. Eisklinge können wir lassen. Hier haben wir natürlich die coole Fähigkeit nicht mit dem... Das Perforieren. Die ist natürlich mega. Ich würde mal sagen, diese Reinrutschattacken sind nicht schlecht. Dunkelspleißer lässt sich gleich bleiben. Ja. Ansonsten. Wird schon passen. Ich bereite mich jetzt einfach mal drauf vor, weil ich glaube, mit Rico dauert es auch nicht mehr lang, bis ich hier zum Bosskampf komme. Ha, was der alles kann. Mal hier die Wand hochlaufen. Ach komm, da kann ich wohl durch. Da drüben irgendwas verpasst. Nope, da geht nur die Schlange direkt hoch. Genauso wie hier. Hier irgendwas. Ja, Basuk-Mühner. Die besten Gegner, weil die auch gar nichts mehr aushalten. Komm, dich mach ich auch noch fertig. Und hoch. Danke. Ist da unten noch irgendwas? Da ist eine Kiste. Und da ist eine große Kiste. Oh, ja. Das hat mich jetzt so ein bisschen runtergezogen, der Kampf gerade. Ist er wirklich hilflos? Ich hatte halt auch einfach die falschen Fähigkeiten für den Kampf. Das war natürlich auch nicht unbedingt hilfreich. Aber nichtsdestotrotz. Ich bin jetzt gespannt, ob man nach dem Sturz theoretisch im gleichen Kampf wieder anfängt oder ob man wieder am Anfang anfängt. Ich glaube am Anfang, aber ich hätte nichts dagegen, wenn ich mittendrin anfangen würde. Weil ich jetzt gerade echt einen guten Versuch hatte. Und mein Team müsste ich auch ändern. Statt einen Tamagotchi noch einen dritten reinnehmen, mit dem die Fähigkeit besser ist. Hier ist es egal, weil hier hat man sowieso, kämpft man sowieso immer nur normal. So, da ist die Sackgasse. Wir wissen, was das bedeutet. Kommandos sind bereit. Dreimal heilen. Ich kann noch einmal schauen, ob ich mit den Geistern irgendwas machen kann. Blitzableiter, was ist das? Blitzboost. Kann hier noch reinnehmen, was halt geht. Das ist Blitzboost. Dann haben wir den hier. Oh! Guck mal, wir haben Tamagotchi fertig. Sieh mal einer an. Hätten wir mal einen anderen fertig gekriegt.
Jo, Geist kreieren. Rang erhöht, okay. Keine Ahnung, was das bedeutet. Was holen wir uns denn? Elisaurus. Tyrannrex. Wilde Fantasie und brillante Fantasie. Ich schau mal kurz, ob der Moriladen das hat. Wilde Fantasie und brillante Fantasie. So, Leute, ich habe jetzt gerade gemerkt, dass meine Festplatte voll war. Und das war ein bisschen blöd. Ich kann nur noch mal kurz zeigen, ich weiß nicht, wie viel jetzt davon drauf ist, von der Vorbereitung. Ich habe jetzt hier bei meinen Geistern einen neuen Geist kreiert. Das ist hier mein lieber Spirit, der wilde Mustang. Und ja, den habe ich reingepackt, weil ich mit Tamagotchi mit allen Fähigkeiten durch bin. Mein Kommandodeck habe ich, glaube ich, eh nicht mehr verändert danach. Die paar Fähigkeiten. Und dann bin ich eigentlich nur hier hingegangen und habe hier die Mitte betreten. Und jetzt wünsche ich nochmal viel Spaß mit der Szene, die ich gerade gesehen habe. Ist das Sora? Sora! Sora, don't! You've got to wake up! Sora! Are you what's trapping him in that nightmare? Cause if you are, I'm what nightmares fear. So, und jetzt kommt der epische Bosskampf, den ich gerade schon mal zweimal probiert habe, bin da schon gescheitert. Aber es macht dir nichts. Ich habe eh nicht geschafft, also passt das eh wunderbar. Und was ich gleich dazu sagen kann, er ist deutlich angenehmer als der andere Bosskampf. Weil man gegen den wirklich kämpfen kann. Tatsächlich. Er hat ein paar fiese Angriffe drauf, die verdammt viel Schaden machen. Beziehungsweise er hat einen Angriff drauf, der einem wirklich das ganze Leben abzieht. Was ziemlich gemein ist. Aber ansonsten ist er ein ganz normaler Typ. Ganz chillig. Komm. Ah, genau. Das ist der Angriff. Ich hätte den auch beim ersten Mal schon erledigt gehabt. Beim ersten Kampf, da war ich verdammt gut dabei. Da hat er den Angriff gemacht und normalerweise lässt er einem immer genug Zeit, dass man sich zumindest heilen kann danach. Aber bei dem einmal hat er natürlich einem keine Zeit gelassen und dann war man halt instant tot. Und kann im Endeffekt nichts dagegen machen. Deswegen immer schön voll heilen und hoffen, dass der, wenn er den Angriff macht, nicht in der Nähe ist. Immer schön die Fähigkeiten draufklatschen. Der lässt die auch so schön bei sich machen. Das ist angenehm. Ach komm! Wie oft hat denn der das jetzt hintereinander gemacht? Ah, Gott. Die Bosskämpfer hier sind wirklich böse. Vor allem auf Profi. Wie gern würde ich jetzt doch wieder auf normal zurück. Ach ja, genau. Schönste habt ihr noch gar nicht gesehen. Wenn man hier den Kampf neu macht, dann müssen sich die Fähigkeiten alle erst aufladen. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht heilen, bis ich hier meine Heilfähigkeiten aufgeladen haben und diese Angriffe von dem verfolgen einen
so hart, dass man fast nicht ausweichen kann. Das heißt, jetzt fängt der Kampf erst richtig an. Weil ich mich jetzt heilen kann. Ah, erwischt. Noob. Die Blitzattacke und die Rutschattacke sind dir äußerst angenehm. Was ist denn das eigentlich? Genau, die sind richtig angenehm, weil man da direkt bei ihm landet. Aha, Konter. Ah, du musst mir auch alles vermiesen. Ha, durchgerollt. Ah. Boah, geh weg von mir, geh weg von mir, du kleines Phantom, du blödes. Ja, genau, triff mich noch dabei. Hä? Sei halt unsichtbar. Was ist denn jetzt los? Nein! Wenn man es kommen sieht, kann man ihm ja noch schön ausweichen. Aber teils macht er das einfach so als Konter darauf, dass man ihn gerade angegriffen hat. Da kann man dann so gut wie nichts dagegen machen. So wie jetzt zum Beispiel. Nein, das war dumm, das war dumm. Falsche Fähigkeit. Ah! Vitra muss reichen. Mit. Latte rauf, Latte rauf, Latte rauf, Fähigkeit. Was bist du da? In der Entfernung. Ein bisschen Morgengymnastik. Hey, der Kampf ist. Oh. Das ist. Und jetzt greift er mir ran, oder? Nee. Erstaunlicherweise nicht. Ja, genau das ist es. Da kann man dann wirklich nicht ausweichen. Und wenn er dann instant angreift danach, kann man halt wirklich nichts dagegen machen. Ja, bleib halt noch in der Luft. Mach einen Urlaub, ich weiß ja nicht. Ich glaube, den Spruch habe ich schon bei Xemnas gebracht. So, den Angriff noch und dann heilen. Geh bloß weg von mir. Der rast schon wieder so rum. Das heißt, der greift an. Ja. Boah, ich bin so nervös bei dem Kampf. Hä, wieso hat denn der wieder so viel Leben? Bin ich gestorben dazwischen, wo ich nicht gemerkt habe? Nee. Willst du mich hier verarschen? Was denn der jetzt sein Leben wieder her? Ach, der saugt mein Leben aus mit der einen Attacke, oder was? Ach, nö. Oder macht er das allgemein mit jeder Attacke? Boah, das wäre ja richtig gemein. Komm einfach. Komm. Und weg mit dir. Komm, jetzt hat das gleich hinter sich. Ja, komm, letzte Leiste. Nein, 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 nein. Nein! Damit, das kann's doch nicht sein! Boah, was sind denn das für Kombos? Das ist. Ach. Bei sowas kann ich mich wirklich aufregen. Weil man da einfach
auch keine Chance hat, das zu überleben. Der zieht einem mit der einen Attacke das ganze Leben ab. Bis auf den kleinen Strich. Kann man nichts dagegen machen und dann setzt er direkt eine Attacke nach, wo man nicht ausweichen kann. Ich wollte es nicht tauschen. Ich wollte keine Fähigkeit. Ich komme mit dem Menü nach wie vor nicht vernünftig klar. Ich muss noch warten, bis... Ja. Das ist wirklich das Anstrengendste an dem Kampf. So Leute, ich rede jetzt mal wieder mit, weil wir haben, wie man jetzt gerade sehen kann, die Lebensleiste schon fast runter und ich habe mir jetzt mal den tollen Entschluss gefasst, dass ich jetzt nur noch einzelne Fähigkeiten einsetze und dann sofort wegrenne. In der Hoffnung, dass der seinen blöden Trick dann nicht machen kann. Oh ja! Ja, das war doch easy! Oh. Boah, war der furchtbar. Boah, ich freue mich ja richtig auf Xenos jetzt wieder. Da haben wir wenigstens diese Fähigkeiten, die Link-Fähigkeiten von Sora. Sora, don't chase the dreams. They'll lead you nowhere. Just to an abyss you'll never be able to wake up from. What? What's going on in Sora's world? Why won't he open his eyes? Is he still in the nightmare? That is right. Huh? Ansem! Sora can no longer wake up. No matter how many nightmares you consume, you cannot wake someone who has fallen into the chasm of dreams. What? Dreams hold our memories. Sleep holds our dreams. And darkness, it holds our sleep. Sora's heart belongs to the darkness now. Sora would never give in to the darkness! But you feel it, don't you? This world, the nightmare, the abyss. Why haven't you returned to the reality whence you came? No. This is a... dream of a dream. A twofold nightmare. This whole journey, you have been inside Sora's dreams. And now darkness within darkness awaits you. What? No! I can't get loose! At the start of your test, when you struck out from that tiny island,
You saw me there, dressed in a robe. Immediately, you knew something was wrong. So without even knowing it, you dove into Sora's dream. And you became exactly what that sigil on your back represents. A dream eater to protect Sora from nightmares. Me? I'm a dream eater? Correct. But you failed to protect him. After all your efforts to command the darkness and protect those you cherish, it is a shame you locked that power away in the end. Except, it's not over. I can still save Sora. So you understand what to do. Set the darkness in you free, and you can rescue your friend. Ansem. Or Xehanort. You used to be a Keyblade wielder. But darkness stole your heart. And the Keyblade with it. Don't you see? That's half the reason I'm even on this journey. After allowing darkness into my heart, am I still fit to wield the Keyblade? Even after locking you away, here you are, haunting me again. So I get it now. There's no point in trying to hold the darkness back. At last, you see clearly. You know, when I look at you, there's this memory that flashes back. A secret I said I'd keep when I was little. The main reason I kept dreaming about seeing the outside world was because of him. Mm-hmm. My journey begins here. And now, I'm going back to the real world. And then to Sora's side. That is your answer? Yes. I know the way. Consume the darkness. Return it to light. You can try. Ach nee, ich will nicht noch einen Kampf machen. Ach komm, der letzte war schlimm genug. Und jetzt kommt er wieder mit seinem Schatten. Ach Gott, ich dreh durch. Bis die ganze Yahoo. Oh, ein fliegender Kampf. Das wird immer besser. Tötet mich. Dass ich nicht mal dazwischen speichern kann. Das heißt, ich kann jetzt nicht mal richtig aufhören, weil dann müsste ich alles nochmal machen. Den ganzen Kampf von gerade eben müsste ich nochmal machen. Alter. Und da sind wir wieder in der Situation, wo meine Fähigkeiten sich erst aufladen müssen. Und natürlich hat der hier direkt einen Angriff, der mich total fertig macht. Schön. Ich kann nicht mal blocken in der Luft. Der macht da automatisch seinen Sprint. Ich kann nicht mal blocken. Das ist großartig. Alter, was ist denn das? Jetzt mal ernsthaft. Ich kann gar nichts machen. Ich kann mich nicht heilen, ich kann nicht blocken, ich kann nicht ausweichen. Ich kann nicht wirklich angreifen. Ich kann, ich, ich
kann ein paar einzelne von den Schüben kann ich ausweichen. Und danach bin ich tot. Wenn ich blocken könnte, würde ich es verstehen, aber ich kann nicht blocken. Das ist der unfairste Kampf, den ich jetzt bisher gesehen habe. Und ich habe die anderen zwei Kämpfer gerade gemacht. Ne, ich kann nicht blocken. Seit wann kann man denn hier noch blocken? Wie wär's? Bleib einfach weg von mir. Pack dich da hinten irgendwie fest. Bis das alles vorbei ist. Oh, hör auf! Ja, und dann haust du auch noch ab! Jedes Mal, wie ein kleiner Feigling. Ja, das ist alles, was ich habe. Tut mir leid. Ich hoffe, ich bin nicht zu sehr eine Enttäuschung für dich, Mr. Ansem Fuzzi. Tut mir leid, ich bin jetzt gerade ein bisschen, wie man so schön sagt, salty. Weil das ist gerade echt ein bisschen, wie man so schön sagt, eine Arschpartie. Man ist ja komplett auf verlorenen Posten. Ja, ich kann nichts machen. Ich kann dem nicht ausweichen. Das ist eine Glückssache, wenn ich da mal einen Angriff ausweiche. Und ich kann mich nicht permanent heilen. Und ich kann jetzt halt auch hier nicht mehr rausgehen. Und eigentlich würde ich jetzt sagen, ich mache das beim nächsten Mal fertig, weil ich jetzt einfach keine Lust mehr habe langsam. Aber wenn ich jetzt rausgehe, dann kann ich den anderen Kampf auch nochmal machen. Und der war schlimm genug. Ich weiß echt nicht. Ich mache hier einfach einen Cut oder spule das vor oder was auch ich. Mal schauen, ob ich irgendwas zusammenkriege. Ich habe keine Ahnung. So, 2-3 Wutanfälle später habe ich es jetzt tatsächlich mal ein bisschen zumindest geschafft, mit dem klarzukommen. Ich weiß jetzt, dass ich gegen den dashen muss, damit ich die höchste Chance habe, nicht getroffen zu werden. Und ich habe es jetzt irgendwie geschafft, in der Phase zu kommen, wo ich wieder Boden unter den Füßen habe. Das heißt, ich kann wieder normal kämpfen. Zumindest zeitenweise. Ich weiß nicht, wie lange das anhält. Ob das überhaupt länger anhält oder ob wir gleich wieder in unsere alte Phase zurückkehren, wo wir so viel Spaß miteinander hatten. Ich weiß es nicht, aber jetzt ist meiner Meinung nach wieder der richtige Zeitpunkt, um kurz mal einzuschalten und ein kleines Status-Update zu geben. Oh, guck mal, wenn man die blocken kann, geht's viel leichter. Wer hätte es gedacht? Komisch spielen. Könnt ihr ihn mal von hinten angreifen? Das wäre ganz freundlich, oder? Meine lieben Traumfänger. Ich,
hoffe nur, wir kommen jetzt nicht mehr in diese Flugphase. Dann bin ich vollends zufrieden. Komm, er hat schon so viel verloren. Das muss jetzt einfach hinhauen. Ich will das wirklich nicht nochmal machen. Ich hab hier schon Aggressionsprobleme. En masse hier. Bei dem Kampf, das ist echt schlimm. Komm. Komm her, Freundchen. Nö, das habe ich auch noch. Und den hier. Und dann geben wir langsam Tricks aus. Aber ich kann ja meine Klassiker nochmal zum Besten bringen. Okay. Ich mag die Phase. Kann ich mich selber heilen? Nee. Fang jetzt nicht mit solchen... Wieso haben die alle solche Ultra-Attacken, wo man nichts machen kann? Okay. Schauen wir mal, ob ich jetzt den Dreh raus habe mit dieser Phase. Oder nicht. Ja. Ich muss immer noch warten, bis meine Attacken aufgeladen sind. Komm, schön Damage machen. Ja! Boah, wir kommen direkt in die Phase. Jetzt auf einmal. Na, geht doch. Wir müssen... Zum Schluss müssen wir einfach auf einmal wirklich sämtlichen Damage, den ich habe, raushauen. Da darf's an nichts fehlen. Sobald der wirklich bei der letzten Leiste ist, muss alles raus, was geht. Da darf ich nicht im geringsten zögern. Bis dahin geht's gut. Da kann man ihm wunderschön Schaden machen. Da wehrt sich auch so gut wie gar nicht. Okay, für die Pause. Ich will die jedes Mal blocken, aber irgendwie lande ich jedes Mal dabei auszuweichen. Du kannst mich schlagen, so wie du willst. Ich mag das, wenn du das machst. Finde ich sehr sympathisch. Auch wenn du es mir vielleicht nicht glaubst. Das ist dich selbst schützen ein bisschen. Das ist die beste Phase, die du hast. Tanz mal ein bisschen in der Luft für mich rum. So, langsam wird's ernster. Wieso fängt er jetzt schon an? Man merkt vielleicht, ich habe schon ein bisschen hier die Motivation verloren, aber ich kann es halt nicht abbrechen. Ich würd jetzt gerne eine Pause machen von dem Spiel, aber ich kann es nicht abbrechen, weil dann muss ich diesen Kampf gegen diesen Anti-Mantel-Fuzzi nochmal machen. Und das will ich mit allen Mitteln vermeiden.
Das ist doch so ein komisches System, dass die Fähigkeiten da am Anfang aufladen müssen. Wieso kann das nicht auf den Status gehen, den man hatte, bevor man mit dem Kampf angefangen hat? Das hatten sie doch bei den alten Spielen auch immer. Komm, ich mach wieder einen Cut, bis ich wieder mal es mal wieder so weit geschafft habe, dass es wert ist, das zu zeigen. Bis gleich. Hat ja nur eine Stunde 13 jetzt gedauert für beide Kämpfe. Also knapp eine Dreiviertelstunde, würde ich mal sagen, für beide. Minus ein bisschen. Schön. Ich hoffe, bei Sora bleibt es bei einem Kampf. You're part of my heart now. Part of the light. Ever the fool boy. And forever a pawn of the darkness. Nein, das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. Oh. Ich lauf gleich heim zu meiner Mami und heule. Das Schlimmste dabei ist, dass mir jetzt gleich der Speicherplatz ausgeht und ich habe jetzt keine Möglichkeit mehr, da irgendwas freizumachen, weil ich habe jetzt schon alles gelöscht, was ich löschen kann. Das heißt, dann muss ich wirklich aufhören für heute. Ist das nicht herrlich? Komm, einfach. Schlimm ist, ich erinnere mich sogar an den Teil. Ich habe es nur irgendwie verdrängt, glaube ich. Und das kriegst du gerade mega Schaden. Ja.
La! Komm. Schauen wir mal, ob der ein bisschen was bringt. Also, es ist echt cool wäre, wenn ich den Instant schaffen würde. Kann ich mich dahin teleportieren? Das wäre zu schön. Aha! Verkackt, Lusche! Ach komm! Wundert sich, dass mich das Spiel hier mit einem Lebenspunkt überleben lässt. So arschig wie das im Moment ist, würde es mich eh nicht wundern, wenn ich instant tot bin bei so einer Attacke. Der hat ja auch nur die Lebensleiste des Todes. Und das Schlimmste... Meine Sturzleiste geht schon wieder den Bach runter. Also wenn ich hier drin jetzt einen Sturz habe, dann kriege ich einen... Keine Ahnung, was stürzt. Dann kriege ich einen Hirnsturz. Komm! Sei fertig damit! Es war so klar. Ich darf hier keinen freien Fluss einsetzen. Boah, mittlerweile traue ich dem Spiel echt alles zu, das ist schlimm. Lass deine Fäuste stecken. Hui, und wieder zurück. Brauch Heilung, ich bin aber weg. Boah, ich kriege ja gerade gar keinen Schaden zusammen. Ach ja. Wieso kommt der jetzt auf einmal mit ganz anderen Tricks? Ja klar, nee, ziemlich rein. Ist in Ordnung, du bist ja so eine anziehende Persönlichkeit. Da ist das doch vollkommen in Ordnung! Hui! Schaden, ja! Ich bin schon wieder tot! Wie geht jetzt da gerade echt alles aus? Wie geht der Speicherplatz aus? Motivation ist mir schon lange ausgegangen. Und die Sturzleiste geht mir auch. Geht auch flöten. Komm, ich bin mal ein bisschen rum. Damit kann man schön Schaden machen zumindest. Wow! Dieser Instant Death, das ist... Puh, haha! Da muss ich ja fast kichern, haha, haha! Hehe, huhu! Besiege Ansem, ja, ja! Ja, das ist ein tolles Ziel! Das soll ich mal machen, ja, ja! Oh, ich bin schon wieder halb tot! Kein Problem! Ich habe meine Heilung, die ich nicht einsetzen kann! Da geht das... Wunderbar! Ich kann mich teleportieren! Und bringt nichts, ist ja alles zielsuchend. Haha! Alter. We'll be right back.
So, ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber wie man jetzt rechts oben sieht, wäre ich jetzt gerade am Ende. Wenn ich jetzt die zwei Attacken, die ich jetzt gerade bei Dreieck da drauf sind, ausführen kann, dann ist er erledigt. Das ja! Ja! Es hat ja nur eine Stunde gedauert. Hui!
Ja, okay. Aber das musste jetzt der letzte gewesen sein. Wenn nicht, dann, keine Ahnung, fress ich einen Besen oder sowas. Komm, erledig ihn. Strength to protect what matters. This place. Did I finally make it out of the dream? Sora and I have been split up since the start of our journey. Because Ansem... No. Because Xehanort planned it. And that means... we're a long way off course from the Mark of Mastery exam Yen Sid gave us. All right. Sora's gotta be here. Somewhere. Oh boy. Oh, ich bin so erleichtert gerade mal. Ich hoffe ernsthaft, dass jetzt hier nicht am Ende noch irgendein Bosskampf kommt, aber... sagen wir mal so, ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch schlimmer wird, als es der jetzt war. Hier komme ich wahrscheinlich wieder... Ah, hier komme ich zur Weltkarte zurück, okay. Da, erstmal Speicherpunkt, 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 bitte, bitte. Oh, gib mir... Ja! Ja! So, ich speichere jetzt mal hierhin, keine Ahnung, ist egal. So, bevor ich jetzt irgendwas mache, muss kurz schauen, ob ich noch genug Speicherplatz übrig habe auf meiner Festplatte. Ja, okay, geht doch. Das hat nicht so viel verbraucht, wie ich gedacht habe. Okay! Ach Gott, ich bin so fertig gerade. Gib mir die chillige Musik. Ja, bitte, danke. Hui, wir haben nur 34 Punkte. Das hat sich ja gelohnt. Boah, ich bin einfach nur so glücklich, dass das jetzt... dass der Kampf vorbei ist. Oh, hier habe ich 0 Punkte. Nice. Okay. Das Team kann so bleiben. Ich schätze mal, die Welt wird jetzt hier auch nicht allzu groß sein. Ja. Oder endet auch direkt.